Ja, neben den technik-taktischen Elementen spielt natürlich die Athletik eine ganz, ganz große Rolle im Leistungshandball, auch im allgemeinen Handballsport. Und da möchten wir einfach alle Handballerinnen und Handballer darauf vorbereiten, dass sowohl die Belastungen kompensiert werden können, sprich, dass Verletzungen vermieden werden, dass Regeneration beschleunigt wird und vor allem, dass auch Leistung gesteigert werden kann, weil wir wissen natürlich, dass ich Muskulatur auch brauche, um Dynamik aufbringen zu können. Dynamik definiert, glaube ich, den Handball wie kein anderer Sport. Es ist natürlich logisch, dass sich alle Vereine, gerade die in unteren Ligen aktiv sind, auf optimale Voraussetzungen in Sachen Kraftraum oder Athletikräume zurückgreifen können. Das heißt, nicht alle werden das Optimum bieten können, was die Spielerinnen eigentlich ganz gern nutzen würden und die Spieler. Aber natürlich gibt es auch für jede Voraussetzung auch optimal nutzbare Möglichkeiten. Sprich, wir können sehr viel Athletik mit dem eigenen Körper und mit trainingshallenüblichen Kleingeräten auch bewältigen. Und auch dafür gibt es große Hinweise. Wir möchten einfach eine wissenschaftliche Basis, einen wissenschaftlichen Rahmen bieten, dass die Sportlerinnen und Sportler einfach gesund bleiben und leistungsstark werden.